Bleib dran, Junge! Bleib dran! Mir tut alles weh! So, guck mal, sieht doch schön aus. Komm, Foto mal. Mein Foto durch Facebook. Hey Freunde, willkommen zum Unboxing meiner Rollerbestellung. Dieses Jahr ein bisschen weniger, dafür ein bisschen mehr verbundlastig. Für euch nochmal die Information, der Rollershop hat wahrscheinlich nur noch bis Ende November, bis kurz vor Anfang Dezember geöffnet. Also wenn ihr noch was bestellen möchtet bei Rollerfeuerwerk zum Beispiel, der Link ist unten in der Beschreibung und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit dem Unboxing. Ich kann so viel schon mal sagen, dieses Mal wurde nichts gesponsert. Ja, nicht, dass ich wohl irgendjemand aufregt, dass ich nichts sage. Wir haben jetzt erstes, ich zeige euch jetzt erstmal alle Verbundbatterien und alle Käfige und dann machen wir die Pakete. Also als erstes habe ich mir dieses Jahr mal die Jubelbox geholt von Röder. Ist ja auch ein Riesenteil und kostet ja auch bloß, ich glaube, 70 Euro, 69 noch was. Wollte ich eigentlich mal für mich persönlich zünden. Dann haben wir noch eine Verbundbox und zwar ist das die Noise Kick von Volt. Kostet 50 Euro, soweit ich weiß. Und hat Falling Leaves mit drin. Dann haben wir hier noch einen Stahlkäfig, den werde ich jetzt hier nicht aufmachen, weil die Sachen, die kommen dann einfach wieder eingelagert. Das ist der Silver Eyes Fanshape. Da sind zwei Batterien drin. Ich denke mal, die Batterie kennt ihr bestimmt. Wenn nicht, schaut mal bei Knalltrauma vorbei, der hat das glaube ich auch schon mal abgefilmt. Ja, seht ihr mal, Unboxing geht schnell, war. Die ersten vier Pakete sind nämlich Verbundfeuerwerke. Hier haben wir jetzt die, wie heißt die nochmal? Die Pyro Show 100B oder 1000. 1000B Tasmania von Argento. Ja. Hat, glaube ich, 57 Euro gekostet oder so. Dann haben wir jetzt hier noch zwei Pakete. Und dann würde ich mal sagen, machen wir die mal auf. So. Verpackung. So, dann schauen wir mal. Wir haben Aufkleber von Röder. Zweimal Make Sylvester Great Again und Fridays for Fireworks. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch. So, dann haben wir hier noch einen F1-Artikel. Panda Magic Fire. Das sind Handfontänen von Panda. Dann haben wir hier die Bombenrohre von Nico. Ja, sind halt 5-Schuss-Rohre. Sozusagen wie eine Batterie, nur halt als Röli. Die Neuheit von Nico dieses Jahr, die Donnerröhren, habe ich mir auch bestellt. Ja, einfach mal zum Gucken. Ich glaube 4 Euro oder so haben die gekostet oder 5 Euro. So, dann haben wir hier schöne Raketen von Argento, wie Fireworks and Balloons sagen würde. Argento natürlich die Goldjungs. Ja, Lichtverhältnisse sind halt nicht so pralle, aber auf den Videos kamen sie sehr gut rüber. Schauen wir uns dann auch mal an. Dann haben wir hier viel Kleinkram drin. Haben wir mal eine kleine Packung und zwar hier die Strobo von Pyromax. Ja, 3 Strobos. Kennt, denke ich mal, jeder. Dann haben wir hier Vögel. Zweimal die Bies. Ja, also stinknormale Vögel. Dann haben wir von Tropic die Butterfly. Ja, sind, glaube ich, 12 Stück drin. Dann haben wir einmal die Funke Titanschlag Blau. Ja. Haben wir die zweimal? Nicht, dass ich wüsste. So, dann haben wir hier den Honey Badger P1 Knauer. Ich denke mal, das wird euch auch schon was sagen. Dann haben wir hier neue, die ich noch nicht kenne. Und zwar, das sind Nitro, heißen die. Nitro, hier Riesels. Von Brückhoff. Die sehen so aus. Ja, stinknormale Knaller halt. Da bröselt es aber schon ein bisschen in der Packung. Dann haben wir hier eine verlorene kleine Packung Funke A.
da habe ich mir einfach Globo Plus eben mal mitbestellt, weil ich halt einfach nur das brauchte, dass ich halt alle Größen habe. Nochmal mitbestellt die Heulsuse, weil für den Preis wirklich toll von Röder. Das ist halt dieser aufsteigende Wirbeleffekt, ne? So, dann haben wir hier die Star Connection. Das ist halt so ein kleines Fontänenverbund-Set, sage ich jetzt mal. Da sind 5 Fontänen drin. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, von Nico. Dann haben wir die Bengalo S20 von Argento. Das sind auch 5 Euro Bengals, sage ich jetzt mal. Dann haben wir hier noch andere Bengalos von Argento. Die SF1, zweimal in grün, zweimal in rot. Ja, falls ihr die mal so sehen möchtet. So, dann haben wir Vulkane fürs 0 Uhr Feuerwerk. Und zwar habe ich mich dieses Jahr für den Dämonenfeuervulkan entschieden von Röder. Der ist wirklich gut und deswegen habe ich den auch privat bestellt. Also, wie gesagt, er wurde mir nicht gesponsert oder irgendwas. Dreimal haben wir den. Schießen wir dann zu dritt. So, dann haben wir von Rupro den Black Hoprax 15.0. Ja, das sind einfach stinknormale Superböller, denke ich jetzt mal, aber zum Testen ja, habe ich die mal mitgenommen. Dann haben wir von Röder dieses Mal, vielen Dank für Ihren Einkauf. Oh, das sind 4, 5, 6 Bienchen. Was ist das? Das ist die Turbo-Staffel von ja, Nico. Sind 6 kleine Bienchen als Gratisgeschenk, als Dankeschön. Vielen Dank dafür. Was haben wir hier? Knallkörperbänger von AP Feuerwerk. AP Feuerwerk sagt mir jetzt gar nichts. Das sind sozusagen hier 2,5 Gramm, ich sag jetzt mal FP3 Verarscheböller. Ach hier, Pyro Centauri steht drauf, Thundercracker. Ja, da wisst ihr da schon mal Bescheid, ne? Dann haben wir ja nochmal Big Crackers, ich denke mal auch wieder von Rupro, Geisha, ja, oder Geisha. Ja, was die gekostet haben, weiß ich gar nicht. Dann haben wir jetzt hier noch dreimal die Summer String drin, ne? Knallketten, 2 Stück. Ach, sollen ja sehr gut sein, deswegen dachte ich mir 3 Stück. Hm, kann man mal nehmen, mitnehmen. So, dann haben wir hier noch die Storm drin zweimal. Zweimal Storm. Die sind wirklich sehr gut. Also es sind für mich momentan die besten Bodenwirbel, die es so gibt im F2-Bereich. Eine schöne große silberne Verwandlung. Deswegen habe ich sie nochmal mitgenommen. Dann haben wir hier schon einen Dreischlag Blau von Röder drin. Ja, also wer die Dinger noch nicht kennt, nimmt sie euch ruhig mal mit. Die sind echt klasse. Und dann haben wir hier noch einen Pack Strobos von Jorge. So sehen die immer aus. Sind halt Blinkfontänchen, sage ich jetzt mal, für 2,50. Ja, mitgenommen. So, dann haben wir noch die Zentipede, was mich wundert, für 2,95. Da habe ich 8 Stück mitgenommen. 2, 4, 6, 8. Ich packe das jetzt mal so hin. Das sind halt 8 Stück. Ja. Und mal gucken, die habe ich damals vor 4 oder 5 Jahren auf meinem Kanal hier mal probiert, gezündet, getestet. Ja, deswegen nochmal 8 Stück, die lasse ich hier auch drinnen. Da ist das Paket auch schon fertig. Packen wir mal hier so runter. So, und dazu gießen wir noch das Messer, oder? Ach, da ist es. Oh, dann kommen wir zum letzten Paket. Da zeige ich euch einfach mal alles so hoch in der Kamera. Der Karton ist echt voll gestopft. So. AIDAS. Also wir haben diese kleinen Batterien von Argento bestellt. Das ist jetzt hier zweimal die AIDAS. Wenn ihr das so sehen könnt. Blut. So, zweimal die AIDAS haben wir hier. Wir haben alle von den kleinen, glaube ich, dreimal bestellt. Außer eine Sorte, die war da schon ausverkauft. Hier haben wir Aeon, Ahsoka. Ahsoka. Also hier wieder zweimal Ahsoka, hier noch eine Aeon. Dann haben wir hier noch eine AIDAS oder AIDAS, eine Aeon und eine Ahsoka. Und zum Schluss noch eine
Ion. Ja, also haben wir hier nochmal die restlichen vier, also von jedem drei, außer der vierte, der war halt schon ausverkauft. Da wart ihr schneller, ihr Schweinchens. So, dann haben wir hier noch eine neue, die frisch reingekommen ist, die Seta. Ist auch eine sehr schöne Batterie, kostet nicht viel. Ich glaube auch 5 oder 6 Euro, die sind alle so im 5-6 Euro Preissegment. Dann haben wir hier die Asido, oder keine Ahnung wie die heißt, von Ascento. So, dann schauen wir mal. Wir haben hier 1, 2, 3 mal die Psycho 1 von Pyrotrade. Müssten eigentlich 4 mal da sein. Ich denke mal, die vierte wird mal irgendwo sich verstecken. So, dann haben wir hier. Haben wir jetzt hier erstmal zweimal die Crossfire-Korsetten von Xplod. Wirklich schöne Korsettbatterie mit Crackling-Effekt. Kann man eigentlich nichts gegen sagen. So, dann haben wir einmal die kleinen aber Oho von Röder. Also wie gesagt, obwohl es jetzt viele Röder-Artikel sind, ich habe die halt wirklich selbst bezahlt. Ist nichts gesponsert dieses Mal. Und hier haben wir die Blutlust von Röder. Herstellers Hestia. Und noch eine Röder Hestia, die Farbrausch. Ich habe einfach mal gesagt, ich nehme alle 5 Euro Batterien mit, um halt die auch noch mal richtig abzufüllen, weil ich hatte sie noch nicht. Deswegen. So, dann machen wir weiter. Hier haben wir den Fischrülpser. Der müsste auch dreimal kommen. Ja, also einmal Fischrülpser. Müssen wir mal gucken, wo die anderen sind. Machen wir aber in der Zeit jetzt erstmal weiter mit dreimal Danke. Huch, von Röder. Zack. Hier sind zweimal. Dreimal habe ich bestellt. Wie ihr schon mitkriegt, einige Artikel sind dreimal drin. Hat halt einfach damit was zu tun, dass ich euch halt die Artikel nicht einfach oder einzeln vorstellen möchte ab nächstes Jahr, sondern halt Dreierfächer davon machen möchte und euch dreimal mit einmal vorstellen möchte. So, dann haben wir hier die Magma von Agento. Ja, effekttechnisch weiß ich das alles immer noch nicht, weil ich gucke mir die Effekte meistens nicht an. Hier haben wir den Jadedrachen von Agento, um halt auch einfach mal wirklich überrascht zu bleiben, was da nun rauskommt oder nicht. So, dann haben wir hier noch die zwei Fischrülpser. Ja, haben wir die zwei Fischrülpser noch, dann haben wir alle drei. So, dann geht es auch schon weiter. Dann haben wir hier 3 Schlag Silberblinker und 3 Schlag Goldweide von Röder Feuerwerk. Die 3 Schlagbomben kennt, denke ich mal, jeder. So, noch ein bisschen Verpackung. So, dann haben wir hier noch eine Psycho 1 Batterie. Wie schon gesagt, die hat man ja viermal bestellt. So, dann haben wir hier Psycho 1 komplett. Und hier ist auch die dritte Crossfire Crosetten-Batterie. So, dann haben wir hier eine Agento Cobalt. Ja, das ist auch wieder so ein dickes Gerät von Ascento. Ja, ich habe langsam keinen Platz mehr. Genau, fall um. So, dann haben wir hier die Goldmarie. Ja. Keine Ahnung, was die macht. Wird, denke ich mal, Gold sind. Schauen wir uns alles Silvester an. Ich bin da nicht so. So, und dann haben wir hier noch eine, ach ja, meine Lieblingsbatterie von der Billig und Willig Serie, die Nummer 2. Habe ich mir auch mitbestellt. Ich habe sie bis jetzt nur auf Videos gehabt. Ich habe ja noch nichts irgendwie letztes Jahr bestellt davon. Und zu guter Letzt, der letzte Artikel ist von Watt, der Future Hulk. Und da sind wir fertig. Ja, ich baue mal alles auf und dann sehen wir uns gleich nochmal zum Endcut. Macht's gut. Also, nicht macht's gut, bleibt dran, Junge. Bleibt dran, Junge. Bleibt dran. Mir tut alles weh. Zum Gucken. Sieht doch schön aus. Kann man Foto machen. Mein Foto durch Facebook. Muss mal mehr Sport machen. Im Dimmelnfahrer. Dimmelnfahrer. Jungs, nur im Dimmelnfahrer. Sicher.
Tja, Freunde, mich sieht man kaum hier, wa? Aber ja, das war das Unboxing von Röder. Ich glaube, bezahlt hatte ich. Ich habe 3 Bestellungen gemacht: einmal 280, einmal 100 noch was und ich glaube auch nochmal 100 oder 200 Euro. Also vielleicht sind es 550 Euro, die hier rumstehen. Und ja, wie gesagt, Röder ist unten verlinkt in meiner Infobox. Schaut gerne mal vorbei, benutzt gerne meinen Link. Da bin ich, hallo. Und wie gesagt, dieses Mal nichts gesponsert. Falls jemand fragen sollte oder falls jemand sagt, ja, das hat mir alles gesponsert gekriegt. Nee, habe ich nicht. Ich habe es von meinem Geld bezahlt. Ich habe die Rechnung hier und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, eure Bestellung kommt dann auch ziemlich zeitig am 29., damit ihr dann auch alles auspacken könnt. Und ich packe jetzt wieder alles ein und bringt's weg ins Lager. Macht's gut. Auf Wiedersehen.